Ja, Freunde, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video und dem PVY Turbo, was hinter mir schon zusammengeklappt steht. Neues klappbares Fatbike von PVY mit richtig Power für 1099 €, 624 Wattstunden. Und das Ganze soll im Gelände eine richtig gute Figur machen. Ja, blöd wäre jetzt, wenn der Bauer jetzt kommt und das Maisfeld hier platt macht. Na, das probieren wir doch mal aus. Vorher gibt es noch mal die wichtigsten technischen Daten zum PVY Turbo. Und dann geht's raus auf die Straße und ins Gelände. Los geht's noch mal mit den wichtigsten Eckdaten. Preis 1099 €. Und ja, ihr dürft dieses Bike offiziell in Deutschland fahren. Ihr seht schon, zusammengeklappt erreicht dieses Bike doch recht kompakte Ausmaße. Das Ganze ist hier ausgestattet mit so einem kleinen Ständer, allerdings nicht mit Rollen, was ich wieder ein bisschen schade finde, gerade wenn es um das Thema Transport geht. Ansonsten habe ich hier schon den Akku, der ist auch gar nicht mal schwer. 2-3 Kilogramm wiegt das gute Stück. 48 Volt, 13 Amperestunden, 624 Wattstunden Reichweite, 60 bis 80 Kilometer mit diesem Akku. Fertig. Das Gewicht unseres E-Bikes liegt bei knapp 30 Kilogramm und ihr könnt insgesamt 150 Kilogramm zuladen. Dazu gibt es wieder eine 20x4 Zoll Fatbike-Bereifung. Das Ganze ist wieder mit so einem stollenartigen Profil ausgestattet. Außerdem vorne und hinten 160er Bremsscheiben und eine mechanische Bremsanlage. Außerdem Schutzbleche aus Metall. Es gibt noch ein LED-Vorderlicht und die Gabel könnt ihr euch noch entsprechend im Preload einstellen oder hier auch sperren. Ein wenig mehr Federweg hätte ich mir trotzdem gewünscht. Ansonsten sieht die Lackierung aber ordentlich aus. Der Klappfaltmechanismus ist hier nochmal mit einem Sicherheitsverschluss versehen. 48 Volt, 13 Amperestunden, 624 Wattstunden. Und wenn ihr wissen wollt, was im Lieferumfang alles enthalten ist, dann verlinke ich euch jetzt gerne nochmal unser Unboxing-Video. Hinten geht es dann weiter mit einem zentralen Federelement. 30 mm Federweg, Federvorspannung könnt ihr euch einstellen. Und das hier ist nur ein Reflektor, leider kein Rücklicht und somit auch keine Bremslichtfunktion. Weiter geht's mit einem Pedalsensor, keinem Drehmomentsensor. Außerdem gibt es hier ein 48er Kettenblatt, vernünftige Kurbelarme, die Pedale aus Kunststoff, die könnt ihr hier take it easy abklappen, wichtig für den Transport. Hinten finden wir dann 7 Gänge, 14 28er Kassette und der Umwerfer ist hier Shimano Tourney. Also ein Klassiker, wenn da mal was kaputt gehen sollte oder ihr was warten oder reparieren müsst, das ist wirklich relativ einfach und nicht so kostenintensiv, sollte man wirklich mal was ersetzen müssen. Auch hier schön zu sehen, der Hauptstecker von unserem Motor. Ja, sollte mal irgendwas sein, könnt ihr hier einfach das Hinterrad ausbauen, Stecker ziehen, um dann den Reifen zu wechseln. Das hintere Schutzblech ist ebenfalls komplett aus Metall und wirkt so ein bisschen wie bei einem Bobber, sprich bei einem Motorrad, so freistehend. Ich finde das irgendwie cool. Das gibt dem Fahrrad so einen besonderen Look und hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert. Komplettiert wird das Ganze jetzt durch den Radnabenmotor hinten, 48 Volt, 250 Watt und satte 80 Newtonmeter bringt dieser Motor jetzt mit. Schaut euch in diesem Zusammenhang auch unsere anderen PVY-Videos an, die ich euch jetzt nochmal verlinken werde. Die Bremse hinten inklusive Bremssattel sieht ganz passabel aus und was mir wirklich gut gefällt, ist der Seitenständer, weil das Bike wirklich satt auf der Straße steht, ohne dass man Angst haben muss, dass es hier schnell vom Wind umgeworfen werden kann. Auch hier findet ihr bereits wieder Vorrüstung, um entsprechendes Zubehör anzubauen. Schaut da gerne nochmal auf der Webseite von PVY vorbei. Hier nochmal ein ganz wichtiger Aufkleber, 250 Watt. Die Sattelstütze habe ich mir voll rausgezogen. Der Sattel wird hier mit einer Schraube gehalten. Zwei wären mir dann an der Stelle lieber, vor allem wenn man ins Gelände geht. Es gibt auch ein LED-Rücklicht, was batteriebetrieben ist und hier über diesen Kippschalter eingeschaltet werden kann. Mir wäre allerdings ein Rücklicht, was über die Bordspannung läuft und mit einem Bremslicht versehen ist, lieber gewesen. Der Sattel macht auf jeden Fall einen bequemen Eindruck. Der Lenker ist abklappbar, aber leider an der Höhe nicht mehr einstellbar. Deswegen wirkt das mit den Proportionen her so, dass ich mir schon Gedanken mache, ob das heute wirklich passt bei meinen 1,90 Meter. Wir werden es während der Fahrt ja feststellen. Schauen wir uns mal ganz kurz den Lenker an. Der bietet hier eine ordentliche Breite. Die Griffe sind rechts und links nochmal verschraubt mit Handbeinauflage, einer glatten Struktur und es fässt sich auch angenehm an. Rechts Hinterradbremse, dann unser Daumengas mit Anfahrhilfe. Ihr könnt das Bike aber auch freischalten. Unsere 7-Gang SIS Index, die man hier auch schnell durchschalten kann. Auf der linken Seite das Bedienfeld für unser Farbdisplay. 5 Fahrstufen habt ihr insgesamt zur Auswahl. Darüber könnt ihr dann auch das Licht einschalten. Und ja, naja, man kann das Display jetzt nur bedingt ablesen, je nachdem, was ihr für einen Lichteinfall habt. Eine Klingel gibt es natürlich auch. Und hier habe ich schon mein Fitlock-System soweit vorbereitet, damit ich euch auch die GPS-Werte nachher einblenden kann. Also an sich aufgeräumt, einfach aufgebaut. Und das ist ja auch wichtig, wir wollen ja daraus kein Hexenwerk machen. Die Kabel müssen zu guter Letzt ja auch irgendwo hin. Das ist nur wichtig, dass wir jetzt hier kein Kabel großartige Spannung haben. Ist jetzt hier nicht der Fall. Also genug Platz für die Kabel ist auch vorhanden. Ich habe mich heute farblich abgestimmt mit dem PVY Turbo. Also auf den ersten Blick macht das Bike schon mal eine gute Figur. Klar, Lenker und Sattel hätte man ruhig noch ein bisschen höher einstellen können. Aber der Radstand ist auch etwas kürzer.
Jetzt darf man eben nicht vergessen, was kostet das Bike, was bringt das Bike mit? 13 Amperestunden, 624 Wattstunden, 80 Newtonmeter und hoffentlich richtig Bums. Darauf freue ich mich am meisten. Es ist ein klappbares Fatbike. Ich denke erstmal zu einem guten Einstiegspreis, aber jetzt muss es auf der Straße und im Gelände überzeugen. Und deswegen machen wir jetzt unsere Probefahrt. Ich war mal so fleißig und habe euch überall Kameras angebracht, damit ihr genau seht, was heute abgeht. Ihr seht mich von vorn, ihr seht natürlich auch meine Perspektive und ihr seht vor allem auch die Perspektive von hinten. Was macht das hintere Federbein? Ganz witzig, der Sattel befindet sich jetzt fast auf einer Linie mit dem Lenker. Ich nehme jetzt mal Platz mit meinen 1,90 Meter und dann seht ihr schon, okay, das ist hier Kotzgrenze, ne? Also da komme ich mir schon schnell ins Gehege, gerade was jetzt hier diesen Lenker betrifft. Der hätte ruhig noch ein bisschen höher gekonnt, damit auch größere Fahrer und Fahrerinnen hier nicht das Problem beim Einlenken bekommen. Also ihr müsst darauf achten, wenn ihr einlenkt, dass die Füße dann eher unten sind, damit man sich hier mit den Knien nicht ins Gehege kommt. Wir starten mal in Fahrstufe 1 und ihr könnt euch überlegen, nutze ich hier die Anfahrschiebehilfe, die ich persönlich als praktisch empfinde, oder hau einfach in die Pedale und dann hängt es auch davon ab, wann spricht der Motor an. Und das war jetzt gut, wir hatten jetzt ungefähr eine Viertelumdrehung, aber dann so ein smoothes Reingleiten, was die Motorkraft betrifft, 48 Volt, 80 Newtonmeter ist nicht wenig auf dem Hinterrad, also das darf man nicht unterschätzen, da geht dann einiges. Smooth Unterstützung in Fahrstufe 1 jetzt hier mit 9, 10 km/h, die ich GPS-mäßig auch bestätigt bekomme. Ja, dann können wir doch gleich mal in Fahrstufe 2 wechseln, das mach ich mal. Jetzt hörst du den Motor ein bisschen, aber jetzt schiebt er auch ordentlich schon nach vorne hier. 14, 15 km/h. Also von der Leistungsentfaltung und vom Ansprechverhalten her ist das schon mal ein guter Pedalsensor, den sie hier verbaut haben, weil der braucht jetzt keine ganze Umdrehung, um hier ansprechbar zu sein. Und wenn ich jetzt aufhöre zu treten, dann schaltet der Motor auch unmittelbar wieder ab. Das ist auch wichtig. 3, 4, 5, 6, 7. Und dann können wir hier auch relativ schnell wieder runterschalten. Das ist der Vorteil übrigens von dieser SIS-Index hier oben. Die finde ich richtig cool. Manchmal sogar noch besser wie die klassische WIP-Schaltung, weil du eben hier schnell mal zwei, drei Gänge überspringen kannst. Also, Fahrstufe 2, 15 km/h. Wir wechseln mal in Fahrstufe 3. Und ja, das ist wieder so dieser China-Klassiker. In Fahrstufe 3 puncht er dann nochmal richtig rein. Da gibt er richtig Druck drauf. So, 21, 20 GPS gemessen. Das passt hier erstmal. Ja, da haben wir jetzt 1 bis 2 km/h Tachodifferenz mal so zwischendurch. Ich schalte mal um in Fahrstufe 4. Oh, da merke ich jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Schalten wir wieder runter, schalten wir wieder hoch. Also vielleicht, wenn ich mich mal ein bisschen runterdrehe. Oh, doch jetzt. Oh. Oh ja, das ist schon ein Unterschied. So ab 15, 16 km/h und dann zieht er aber auch durch. Der Motor ist jetzt ganz leicht hörbar. Ansonsten wirklich, ich sitze super bequem dank des Sattels. Und das Federbein unter mir, das werden wir gleich mal auf die Probe stellen. Wir gehen nämlich gleich ein bisschen Offroad. Weil der Vorteil ist hier quasi von dem Pedalsensor. Ich zeige es gleich mal in Fahrstufe 5 nochmal. Oh, jetzt schiebt er nochmal schön. 24, 25. Jetzt gehe ich mal in den ersten Gang. So, und ich habe ja gar keinen Widerstand. Das ist der Vorteil vom Pedalsensor. Das ist immer für den Moment geil, wenn du keine Power mehr hast. Weil beim Drehmomentsensor musst du ja kontinuierlich Druck drauf geben. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund von feinfühligen Pedalsensoren. Jetzt schauen wir mal, wie es hier fahrwerkstechnisch aussieht. Und ich bleibe einfach mal sitzen und blende euch natürlich auch das hintere Fahrwerk mal mit ein. Vorne, wie gesagt, unsere Federgabel, die wir uns auch noch im Preload einstellen können. Über die Bereifung geht hier natürlich eine ganze Menge. Ich habe mir jetzt 0,8 Bar vorn und hinten eingestellt. Dazu kommt jetzt noch unsere Federgabel vorn und die 30 mm Federweg unter meinem Hintern, wo wir uns ja die Federvorspannung auch noch einstellen können. Vorne hätte ich mir noch ein bisschen mehr Federweg gewünscht. Gut, aber können wir jetzt nicht ändern. Da bist du schnell auf Anschlag bei der vorderen Gabel. Aber unter mir habe ich ein ganz gutes Druckgefühl auch. Also etwas straffer abgestimmt, was auch wichtig ist, denn die Zuladung beträgt ja 150 Kilogramm. Dass auch ein schwerer Fahrer jetzt hier nicht sofort einsinkt. Ja, wenn du richtig Druck drauf gibst, geht das, ne? Dann hast du auch deine 4-5 Meter Bremsweg, ungefähr. Aber die packen erstmal gut an. Die könnte man sich jetzt hier noch ein bisschen fein einstellen. Ja. Hab jetzt hier auch keine Wunder erwartet, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Handling ist. Ne? Abstand, Knie und Lenker, seht ihr ja. Da ist nicht mehr so viel Platz. Du kannst das Bike mit 1,90 Meter fahren. Aber ich sag mal, bis 1,80 ist, glaube ich, optimal. Und danach muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt nicht so viel Luft hat, was hier vorne den Abstand Lenker und Knie betrifft. Ich mag ja diese 20x4 Zoll. Damit läufst du eigentlich wie auf Schienen. Das ist egal, wo du da lang fährst. Aber das ist jetzt schon Hardcore fürs Fahrwerk, ne? Das ist jetzt schon Hardcore.
So, eins, zwei, komm, ich nehme hier alles mit, ist mir scheißegal. Boah, jawoll. Boah. Ich mag dieses Classic-Bobber-Design total gerne, weil es sich damit auch abhebt von den ganzen anderen E-Bikes, die draußen unterwegs sind. Ich glaube, das wollte PBY damit auch so ein Stück weit bezwecken. Rein von der Akkukapazität her, naja, ich sag mal 13 Amperestunden, 624 Wattstunden. Wenn du nachher deine 50, 60 Kilometer mit dem Bike schaffst, also ich wäre damit zufrieden. Ganz ehrlich, so ab 25, 26 bei dieser Standardkadenz, da bist du... Oh, hast du den fliegen sehen? Wir sind gerade über den Stein gefahren und jetzt hier so bäm an der Seite vorbeigeflogen. Weil ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Verdammte Scheiße, noch eins, ey. Ich schalte das Bike jetzt mal frei und wir benutzen mal nur das Daumengas und schau mal, wie schnell das PBY wird. Denkt mir nur bitte daran, wenn ihr das Bike rein elektrisch bewegt, das ist im öffentlichen Straßenraum nicht mehr zulässig. Wer sich da unsicher ist, demontiert einfach hier dieses Daumengas. Falls ihr da keinen Ärger bekommen wollt, dann seid ihr auch safe. Jetzt hier an der Stelle 25 km/h, wie wir rein elektrisch mit dem Bike fahren könnten. Es ist aber nicht nötig. Warum ist das nicht nötig? Naja, weil ihr einen Pedalsensor habt und somit könnt ihr inkognito einfach Phantom pedalieren und das Bike macht eigentlich das gleiche, als wenn ihr hier ein Daumengas habt. Deswegen verstehe ich auch die Regelung in Deutschland nicht, warum man dieses Daumengas untersagt. Da kommt man dann gleich wieder mit Kraftfahrzeug und Co. Seid mir nicht böse, ob ich jetzt meinen Daumen raufhalte oder hier einfach mit einer gewissen Kadenz den Pedalsensor massiere und das Bike quasi das gleiche macht, als wenn ich hier mit dem Daumen raufdrücke, ergibt sich für mich nicht. Oh, ein Beagle! Wird 10? Ja, super. Biege siehst du relativ selten. Sie sind sehr nett, ne? Sehr lieb. Liebevolle Tiere, ja. Total liebevolle Tiere. Schön. Na, genießt mal die Zeit. Ja. Ne? Bis dann. Ciao. So, ganz wichtig, hat gut funktioniert. Jetzt hier noch ein bisschen durchs Gemüse. Ja, schön zugewuchert hier, ne? Also Offroad hat das PBY Turbo jetzt eine richtig gute Figur gemacht, hat Spaß gemacht. Toller Komfort, hätte ich nicht gedacht. Aber das verteilt sich hier richtig gut. Hinten ein bisschen strammer, vorne kommen wir schnell mal auf Anschlag. Aber gut, sei es drum. Später ruhig ein bisschen mit dem Luftdruck, was die Fatbike-Bereifung betrifft. Aber der Antriebsstrang jetzt hier, Motor, Schaltung, Regeltechnik, Pedalsensor, das passt alles richtig gut zusammen. Das harmoniert auch schön, ohne dass wir einen zu starken Nachlauf haben und ewig warten müssen, dass die Kraft ankommt. Zumal du auch noch mal so einen richtigen Punch reinbekommst bei 15, 16 km/h, da drückt er dann noch mal schön in Fahrstufe 4 und 5. Das macht richtig Laune. Peak ist dann auch wirklich 25, 26, die ich dann hier auch immer wieder bestätigt bekomme. Ich könnte jetzt noch ein bisschen reinhauen. Ja, 24 sind wir jetzt gerade und dann haben wir hier auch die 25. Der Motor unterstützt aber bis roundabout 26, kannst du sagen, auf dem Display, was dann wiederum 25 GPS gemessen sind. Und das ist für mich okay. Was mir gerade auch noch auffällt, immer wenn ihr das Bike ein- und ausschaltet, dann nullt sich hier auch der Tageskilometerstand. Muss man wissen, deswegen sage ich es. Ah, ich bin immer so abenteuerlustig, ne? Schaut mal hier. Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Dann fahren wir doch einfach mal hier lang. Also den Weg bin ich jetzt noch nie gefahren, aber wir fahren ihn einfach mal hier noch ein bisschen durch den Wald. Ey, kennt ihr den Film Science mit den Außerirdischen, die aus dem Feld kamen? Die aus dem Maisfeld kamen? So fühlt sich das hier gerade an. Wo sind wir denn hier? Aha, okay. Egal wo wir sind. Es macht Laune. Echt, der führt einen Weg lang? Nein, wie geil. Oh Gott, ich bin das letzte Mal als Kind bin ich durch so ein Maisfeld gejagt. Okay. Mhm. Ey, das war übelst krass gerade. Ich komme da gar nicht drauf klar. Der Lenker ist schon fast ein bisschen zu breit. Ich nehme mir die eine oder andere Maisstange noch mit. Ist das so gewollt, dass ich hier lang fahre? Ah. Also ich denke jetzt einfach mal nicht drüber nach und hoffe, dass ich irgendwo rauskomme, wo es Sinn macht, rauszukommen. Es wirkt wie ein Weg. Einmal durchs Maisfeld, mega. Und, geht der Weg hier weiter? Wo sind wir hier? Ich bin wieder auf Kurs, Freunde. Wie geil ist das denn bitte? Hier sind wir vorhin lang gefahren. Nein, mega. Mega. Na, ist doch perfekt. Genauso wollte ich es eigentlich haben. Komm jetzt hier, kein Bock auf langweiligen Fahrradweg. Das brauchst du mit dem mal gar nicht machen. Das macht viel mehr Laune, wenn du Offroad gehst, so wie jetzt gerade. Wer hätte das gedacht, dass das doch so eine coole Tour wird hier? Uhuhuhu. Schönes Ding. Yes, 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 yes. Also Freunde, mein ganz ehrliches Feedback zum PBY Turbo. Ich hätte es nicht gedacht, aber das Bike macht richtig Laune. Warum macht das so viel Laune? Weil es eine sehr schöne Kombination ist aus einer robusten Verarbeitung,
Das Teil ist so kompakt, dass es sich anfühlt wie so ein Panzer. Darf ich das so sagen? Ja, also du hast da nirgendwo Spiel drin, da klappert auch nichts. Ja, egal wo du rüberfährst, du hast das Gefühl, dass das Fahrwerk das relativ gut wegschluckt. Vorne, wie gesagt, ein bisschen wenig Federweg. Da kommst du gerne mal auf Anschlag. Schaut, dass ihr euch da die Gabel entsprechend einstellt. Aber die Kombination aus Reifen, hinterem Fahrwerk und dann auch noch dem Sattel macht sehr, sehr viel Spaß. Weil jetzt kommt's, Motor, dann die Regeltechnik plus den Pedalsensor sind so schön abgestimmt, aber auch so powerful, dass du echt durchs Gelände schiebst. Ich kann es nicht anders sagen. Die Kleinigkeiten, die ich bisher erwähnt habe, unter anderem jetzt, klar, Gabel vorn, fehlendes Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Wir haben ein Rücklicht, ja, unterm Sattel, aber eben nur batteriebetrieben. Dann eben auch das Thema mit dem Display und dem Tageskilometerstand. Ihr habt da auch nicht so viele Einstellmöglichkeiten, genauso wie die Ablesbarkeit. Das ist das eine. Eine hydraulische Bremse ist sicherlich nochmal ein Thema für sich, um den Bremsweg noch ein Stück weit zu verkürzen. Für mich ist das kein Langstreckenbike. Für mich ist das der Allrounder, den ich wahrscheinlich mir hinten in den Camper reinpacke und damit zukünftig meine Hunde ziehen werde mit dem Thule Buggy zusammen. Also das hat Spaß gemacht, weil es mir einfach Sicherheit vermittelt hat. Ich habe sogar mal die Hände vom Lenker genommen, was man ja normalerweise nicht machen soll. Aber das zeigt mir eigentlich, dass ich mich auch wohlgefühlt habe, auch mit einem 1,90 Meter. Vielleicht grenzwertig, was die Knie und den Lenker betrifft, ein bisschen höher wäre schön. Aber durch diesen Stummellenker, dieses kurze und auch dieses leicht komprimierte, auch wenn das ja nach hinten so ausläuft mit dem Fender, hat man eben trotzdem das Gefühl, man hat da so ein Bollwerk unter sich. Und diese Power, diese Kraft, diese 80 Newtonmeter, die kommen ja auch richtig gut rüber. Vor allem ab Fahrstufe 3 puncht es da ab 12, 13 km/h nochmal richtig rein. 4 und 5, 25, 26 läuft das Bike straight aus. Wer will, kann auch natürlich die Daumengasfunktion nutzen, dann aber bitte nur auf Privatgelände. Ansonsten demontiert euch den ganzen Spaß. Dann habt ihr da gar keinen Stress, weil der Pedalsensor ab 25, 26 in der Kadenz eigentlich nur noch im Phantom-Pedaliermodus läuft. Man kann auch ein bisschen Druck drauf geben, aber dann steigt eben auch die Frequenz vom Pedalieren und das muss man dann am Ende auch mögen. Sicherlich hätte man die Schweißnähte noch ein bisschen dezenter machen können, aber das ist hier auch dem Preis geschuldet, da bin ich mir sicher. Ja, Freunde, was sagt ihr? Habt ihr schon Erfahrung mit PBY gesammelt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Was sagt ihr auch zu dem Turbo? Stimmt ihr dem zu? Seht ihr das anders? Lasst uns diskutieren genau über dieses Bike und gerne auch über andere Fatbikes mit euren Erfahrungswerten. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und na klar, auch eine Kanalmitgliedschaft würde ich mich mega freuen. Damit unterstützt ihr nämlich aktiv meinen Kanal. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe ein Lächeln im Gesicht. Heute war tolles Wetter, super Temperaturen. Heute hat einfach mal alles gepasst. Und wenn man dann mit guter Laune auch noch so ein Bike fahren darf, was bezahlbar ist und sich wie so ein Bollwerk anfühlt, wo es einfach nur nach vorne schiebt, dann sind die Kleinigkeiten, die ich hier benannt habe, eigentlich schnell vergessen und man akzeptiert es und schluckt es runter und sagt, okay, alles klar, nehme ich hin. Kostet auch keine 3 oder 4 Mille, sondern 1099 Euro. Und wenn ihr jetzt noch in die Videobeschreibung schaut, da findet ihr den Link zum Bike und noch einen Gutscheincode. Dann könnt ihr sogar noch mal ein bisschen Geld sparen. So, das war's. Ich bin raus. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei wart.